Hey Leute, heute haben wir für euch 5 Dinge über euren Körper, die ihr bestimmt noch nicht wusstet. Los geht's! Nummer 5. Auch wenn es natürlich jede Menge Unterschiede zwischen dem menschlichen Auge und einer Kamera gibt, so gehen Wissenschaftler davon aus, dass unser Auge eine Auflösung von 126 Megapixeln hat. Diese befinden sich nicht wie viele denken im ganzen Auge verteilt, sondern lediglich in der Mitte der Pupille. Wenn man eine Sekunde Video mit unserem Auge aufzeichnen würde, würde das theoretisch 21 GB Speicherplatz benötigen. Zum Vergleich, eine Minute Video, die von einem aktuellen Smartphone aufgezeichnet wird, liegt zwischen 0,4 und 0,6 GB. Und die Nummer 4. Auch wenn der Speicherplatz in unserem Gehirn unendlich scheint und wir während eines normalen Lebens vermutlich nie an seine Grenzen stoßen werden, so ist der Platz in unserem Kopf dennoch begrenzt. Unser Gehirn hat 100 Milliarden Neuronen, die jeweils 1000 Synapsen bilden können. Damit kommen wir auf eine Speicherkapazität von 100 Terabyte. Das ist eigentlich ziemlich wenig, wenn man mal bedenkt, dass der Supercomputer Titan 710 Terabyte Speicherplatz hat. Nummer 3. Der menschliche Körper hat im Gegensatz zu einem Computer oder einem anderen technischen Gerät die Fähigkeit, sich zu regenerieren. Während zum Beispiel ein Laptop schon bei einem kleinen Schaden komplett den Geist aufgibt, so kann unser Körper auch bei wirklich schwerer Beschädigung weiterarbeiten und die defekten Bereiche erneuern bzw. reparieren oder im schlimmsten Fall sogar abstoßen und ohne sie weiterleben. Kommen wir zu Nummer 2. Der Mythos, dass wir Menschen lediglich 10% unseres Gehirns benutzen, ist falsch. Die Leistung unseres Gehirns richtet sich immer nach dem, was wir gerade tun bzw. wie viel Leistung gerade benötigt wird. Vergleichen kann man das Ganze auch mit einem Radio. Alle Sender sind jederzeit verfügbar, aber wir können uns einen raussuchen und uns nur darauf konzentrieren. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Es gibt 2 Arten von Bauchnabeln. Die einen liegen innen und die anderen außen. Ein außenliegender Bauchnabel ist zwar hygienischer, da sich dort kein Schmutz ablagern kann, jedoch kommt er nur bei 1% aller Menschen vor. Aber keine Angst, auch ein innenliegender Bauchnabel hat seine Vorteile. Studien zeigen, dass ihn sowohl Männer als auch Frauen wesentlich attraktiver finden. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal eine positive Bewertung, denn dann wissen wir Bescheid. Wenn ihr wissen wollt, wie schlau ihr in Wirklichkeit seid, dann klickt einfach hier in die Mitte auf das Video und findet es heraus. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.